Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Command & Conquer Alarmstufe Rot 1 Remastered Edition auf Seiten der Alliierten. Ganz genau, Leute. Und ja, beim letzten Mal waren wir ja hier, haben uns eine Panzerarmee aufgebaut und wir müssen ja hier den Kosygin. Genau, wir hatten hier unsere Schiffe. Wir müssen hier den Kosygin befreien, Leute. Das heißt, wir brauchen ein BMT noch dazu. Genau, wir bauen gerade mächtig Einheiten, wie ihr seht. Und wir bauen am besten noch ein paar Kampfpanzer dahinterher. sodass wir dann das gleich angehen können. Genau, Leute, es ist jetzt eine Woche später. Und ja, also ich bin ganz leicht angeschlagen, aber das sollte schon gehen. Und hier kommen schon, ach du Heilige, 4 U-Boote, ach du Kacke, Leute. Oh, mach die kaputt. Mach die schnell kaputt, Leute. Was ist denn hier los? So, 4 U-Boote auf einmal auf die Seite, auf, ins Gesicht geklatscht bekommen, okay. Und, ja. Ich habe noch einen Trick mit der App rausgekriegt. Und zwar, beim AMD Relive. Och, du Scheiße. Testerspule raus da. Und zwar beim AMD Relive kann man Aufnahme mit der App starten. Das finde ich doch mal mega, mega cool, Leute. Kann man auch hier so Live-Performance-Daten sehen, wie Frames, Framerate und CPU-Auslastung. Und ja, ist eigentlich ganz geil. So, Leute, dann würde ich mal sagen, yo. Bauen wir mal weiter hier. Wir können nicht viel mehr machen, außer wir können uns die Schiffe hier eigentlich nochmal nehmen. So. Und einfach mal nochmal hier hochfahren. Neues Team 1, würde ich mal sagen. Und ja, die Auslastung, die passt soweit. Wo haben wir hier die GPU? Ja, 15%. Das ist okay. Das ist okay, Leute. Gut. Und ja, hier haben wir unseren BMT, also unseren Transporter. Der sieht geil aus, mit der Kanone oben drauf. Und ja, hier oben haben wir gesehen, ist die russische Basis direkt mit einer Tesla-Spule. Ja, die haben es abgesichert auf jeden Fall. Okay. Gut, Leute, das heißt hier oben, hier können wir landen. Alles klar. Gut, dann würde ich sagen, baue ich aber gleich nochmal kurz einen Spion. Wird gebaut. Hoffe, dass der bald fertig wird, weil dann kann ich noch ein bisschen... Aha. Dann kann ich noch ein bisschen erkunden... Ah! Da ist ein Panzer! Ach du Scheiße, was macht der denn da? Ja genau, dann greift die mal an. Los, mach die kaputt. Mach die Panzer im Arsch. So. Nicht nur einer, alle bitte. Uiuiuiui, die Brücke geht kaputt. Gut, Leute, dann... Würde ich mal sagen, jo, gehen wir das mal hier in Angriff. Machen wir die Tesla-Spule da kaputt. Los. Da. Schön außerhalb der Reichweite. Ah, so. Jetzt kommt er nämlich mit Flugzeugen hier angeschissen. Ah, oh, jetzt kommt er mit Flugzeugen angeschissen. Ach, verdammt. Ich hätte nicht angreifen sollen, ne? Oh, jetzt kommt er mit. Jetzt kommt er an hier. Verdammt. Kommt mal her hier, Mannequin. Los, mach den kaputt. Ach. Doof gelaufen gerade, ja. Mach mal Pause, ich muss mal reparieren alles hier. Oh Mann, Leute. Ich sage euch, das ist... Ach, du Heilige. Gut. Dann repariere das bitte, bevor es kaputt macht. Und dann würde ich sagen, baue ich jetzt... habe ich noch genug? Ich habe noch genug. Ah, ich habe nicht genug. Shit. Dann würde ich nämlich jetzt noch ganz gerne... Aha! Was macht er da? Da versucht er hier Verstärkung einzuladen. Macht er kaputt. Zack. Weg damit. So, das war's. Nicht mit mir, Freundchen. Nicht mit mir. So, ein Großkraftwerk noch hier hin. Und am besten noch ein paar Flachs für die Kack-Mix, die da immer ankommen. Und ja, Leute, ich hoffe, das gefällt euch hier soweit. Ich habe sehr viel Spaß. Und, ja. Wie gesagt. Command & Conquer Remastered. Richtig geil. Aha. Batz. Da hat er schon wieder geschossen, ne? Das ist irgendwie...
wird repariert. Ja, Mannequin, ist gut. So, Leute, dann würde ich mal sagen, pack mal den Spion hier rein. Und pack den mal bitte in den Transportschiff. So, kann man hier Energie angreifen? Man kann hier Energie angreifen, tatsächlich, Leute. Das ist gut. Seht ihr, der hat einen Hubschrauber, Leute. Das ist ein Hubschrauber. Ein Hint-Hubschrauber. Gut, dann mach mal bitte den Flammendorf kaputt. Sehr schön. Ah, da... Was versucht der denn da? Okay. Geil. Der Raketenwerfer, ja. Gute alte Raketenwerfer. Gut. Mach ich noch die eine Flak hier oben hin. Marineeinheit verloren. Oh, warum? Oh, was macht ihr denn? Seid ihr blöd? Fahren die echt in die Reichweite von dem Packen? Das ist eine MiG. Das ist eine MiG. Weg damit! Sehr gut. Sehr, sehr gut. Oh, Leute, jetzt lasst doch die Mannequin in Ruhe, wollte ich gerade sagen. Nein, schieß auf den Panzer da los. Die nerven. Oh, wie weit können die Mannequin werfen, ne? Weg damit. Weg damit. Ach, verdammt, der kommt immer hier durch, ne? Das ist. Ja, ist egal. So. Dann repariere ich das halt ab und zu mal und dann ist gut. So, haben wir schon 20 Panzer? Ich glaube schon, oder? Ja, Sir. 3, 6, 8, 9, 11, 13, 15, 17, 20. Ja, ja, wir haben schon 20 Panzer. Aber ich glaube, das reicht nicht. Dann brauchen wir noch einen Transporter. So. Hier ist sogar schon... Achso. Was ist denn hier drin? Ah, okay, der BMT. Ja, ich verstehe. Ich verstehe, Leute. Alles klar. Oh, das ruckelt gerade so ein bisschen. Naja, CPU-Auslastung ist hoch. Deshalb. Hä? Was war das gerade? Habe ich gerade gar nicht gesehen. Was war das für ein Erfolg? Oh, jetzt steht da dieser blöde Raketenwerfer im Weg. Aber Moment. Warum kommt der nicht hier raus? Lass den mal raus. So, Leute. Komm schon. Der Raketenwerfer, der kann dir nichts. Ganz ehrlich, weil. Ich lag gleich den BMT. Da raus und ja, der trifft nämlich nicht. Und der BMT macht ihn jetzt kaputt. Siehst du das? Seht ihr das? Der macht den easy kaputt. So. Ach du Heilige. Oh. Was war das denn? Kohle versch. Egal, Leute. Ja, wir haben unsere Armee. Würde ich sagen. Ja. Laden wir die mal ein hier, ne? Ja, wie gesagt, also ich bin ein bisschen angeschlagen tatsächlich, ein bisschen krank, aber nicht wirklich krank, also das ist einfach nur, meine Stimme ist ein bisschen weg, ich weiß nicht warum. So, Leute, dann würde ich sagen, laden wir die mal ein. Und, jo, gucken wir denen mal dabei zu. Ich weiß, sehr spannend, aber, oh, der klaut sich Edelsteine, okay. Haben wir hier nicht auch Hubschrauber? Nein, wir haben keine Hubschrauber. Schade. Wir haben keine Hubschrauber. Alles klar, dann lade ich die 5 noch mal hier rein. Ich habe schon wieder einen zu viel gebaut, ne? Ja gut, ist egal. Dann ist der hier halt Team 2. So, Leute, dann... Ach, hier oben. Ist doch viel angenehmer. Warum mache ich das nicht hier oben, Mensch? Ich Vollhorst, wirklich. Gut, dann fahrt mal da rein. Ah, Flugzeuge. Was? Mein Bunker ist weg. Krass. Der hat's voll auf meinen Bunker abgesehen, ey. Mann, Mann, Mann. Dieser Penner abgeschlossen. Alles klar, Leute. Gut, dann fahrt ihr mal da rein. Was macht ihr denn? Ihr sollt euch einladen. So. Gut, alles klar, dann lasse ich das mit dem BMT sein, dann hole ich den Kosigin einfach so raus. So, Leute, dann. Jetzt hat er da abgesichert, ne? Ja gut, ist egal. Dann fahrt mal bitte hier hin. Abmarsch, Leute. Und ja, die Kapazität, die reicht genau aus für das Erz hier, für den Rest.
Und ja, dann würde ich sagen, gehen wir das mal hier an. Einmal landen, bitte. Erstmal zwei. Nein, du sollst das, so, genau. Einer nach dem anderen, meine Güte. Oh, nee. Jetzt kommt er mit seinen Kack-Hubschraubern an. So, dann mach den kaputt los. Fahr die platt. Einfach platt fahren, so. Und den Panzer kaputt machen. So, alles klar. Oh, wieder ein Flugzeug. Scheißegal, wirklich. So. Ach, der blöde Hubschrauber, ja. Der macht jetzt einen Panzer von mir platt, tatsächlich. Sind zwar Maschinengewehre, aber die sind sehr stark, wie ihr seht. Ne, die Hubschrauber von ihm. Deshalb, ja. So, dann macht das nochmal auf da. Beziehungsweise entlade die bitte. Ah ja, der Panzer ist weg. Alles klar. Ah, sehr gut. Ja gut, dann. Sehr gut, dann schieß auf den Sammler los. Hat er tatsächlich nochmal einen Mannequin platt gefahren. Ey. So, jetzt kommt er nämlich angeschissen hier. Jetzt kommt er an. So. Das mag er nämlich gar nicht, wenn ich seinen Sammler angreife. So, Leute, dann überfahr die mal hier. So, ach du Heilige. Okay. Ja gut, aber das ist... Das ist nicht so viel. Oh, drei Mammutpanzer. Ach du Scheiße. Du Kacke. Wirklich. Drei Mammutpanzer und Tesla-Spulen und Raketenwerfer und allen Scheiß hier. Wirklich. Gut, dann mach die Tesla-Spulen im Arsch. Los, mach die Tesla-Spulen im Arsch. Den Mammutpanzer im Arsch. So, hier, alle Panzer wegmachen, los. Hier, wegmachen, wegmachen. So, Stützpunkt wird wieder angegriffen, aber es waren nur Flugzeuge. So, Leute, wir haben's. Dann machen wir hier mal alles kaputt, würde ich sagen. So, was hat er hier noch? Da ist noch ein Sammler, okay. Ah, der blöde Panzer da, los. Und mach den scheiß Heliport weg. Wirklich. Ey, mach den Sammler kaputt. Nein, seht ihr diese Hunde hier, Leute? Wenn ich jetzt nämlich direkt mit dem Spion hier reingegangen wäre, ach du Scheiße, würden die Hunde den Spion fressen. Das ist suboptimal, sage ich euch jetzt einfach ganz ehrlich mal so. Gut, dann fahren die Hunde. Wieso fahren die nicht auf die Hunde? Hä? Können Hunde nicht hier nicht platt gefahren werden? Echt? Okay, krass. Das war lustig. Ja gut, dann mach die scheiß Flugzeuge kaputt. Die nerven nicht. So, der will landen. So, das kann er nicht. Das kannst du vergessen. Und er verschwindet in der Wand. Wie geil. Die Mix ist einfach in der Wand verschwunden. Ey, oh Mann. So. Einfach alles nacheinander kaputt machen. Hier muss der Spion rein, Leute. In diese Kommandozentrale da. Und, ja, den Rest können wir platt machen. Oh, mach die scheiß Mannequin platt da. Hier können wir wieder nicht drüber fahren, ne? Das ist irgendwie... Die wollen hier nicht reinfahren. Ja, das ist okay, dann... Mach die Hunde halt so kaputt. Das ist komisch, ja. Diesen Hunden da. Gut, dann mach hier noch. So. So, Butz. 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 Währenddessen kann ich ja nochmal einen neuen Spion bauen, ne? Und nochmal einen neuen BMT. Wo ist denn der BMT? Hier ist der BMT, Leute. Ihr macht mal weiter. Das Mannequin kann nochmal mithelfen. So, Leute, ja. Dann. Ja, alles klar. Dann weitermachen. Weiter alles kaputt machen. So, ja. Dann noch den hier noch im Arsch. So, und die Waffenfabrik, bitte. Gut, dann haben wir hier unseren Spion mit BMT. Die Sammler haben fast nichts mehr zu tun hier. Ja, das war der... Die Waffenfabrik. Mensch, warum ruckelt das denn jetzt hier schon wieder? Performance, CPU, Mensch, was ist los? So. Ja, das war wieder ein Schniefer von mir. Jetzt habe ich noch drei Panzer übrig, ey, das ist... Ging sich gerade so auf, ne? Mach mal diesen Hubschrauber da kaputt, der nervt. Bestätigt. So, schieß da drauf da. Ey. Ich kann nicht auf Hubschrauber schießen, oder was? Doch. Doch. Okay, ja gut. Dann schießen die mal da drauf.
hol ich mal einen Transporter schon mal rüber. So. Ja, sehr gut. Die schießen weiter drauf. Der Sammler arbeitet noch, also hat er auch noch seine Raffinerie da. Ja, der Hubschrauber ist kaputt. So, und weg damit. Sehr schön. Gut, dann kommst du schon mal hier rein. Hä? Was ist mit dem Timer los, Leute? Ach, verdammt. Scheiße. Ah, der Timer ist kaputt. Schaut euch das mal an. 68 Stunden. Ja, klar. Ah, verdammt. Da muss ich mal ganz kurz switchen hier. Eine Sekunde, ich muss mal ganz kurz. Dann mache ich mal eine Uhr an. So, ich glaube, 15 Minuten waren das jetzt so ungefähr. Wie gesagt, ich weiß es nicht. Kann sein, dass die Folge zu lang oder zu kurz wird. Mein Timer ist kaputt. Ja, keine Ahnung. Also irgendwie. So, die Uhr läuft. Sehr gut. Okay. 68, 69 Stunden fast. Ja, ja, klar. Timer. Mensch. Geiler Bug. Wirklich. Gut, alles klar. Dann lad mal den WMT raus. So, und, jo. Die Hundehütte da noch. Ich glaube, dann haben wir's, oder? War den kaputt. Ich glaube, dann haben wir's. Dann können wir jetzt hier endlich hinfahren. Und dann beschädigt das schon mal. Also das mache ich nämlich gleich auch kaputt. So. So. Spion rein da. So. Das ist der Kosygin, Leute. Der Überläufer. General. Natürlich. Gut, dann wollen wir das kaputt machen. Und ja, Kosygin rausholen. So. Und ich würde aber sagen, ich speichere das Ding erstmal nochmal. Mission. War das jetzt 9, ne? Mission 9 schon, ja. Glaube schon. So. Na gut, dann fahr hier rein. Wo ist der Hubschrauber? Schlachtkreuzer! Wo kommen die denn her? Wie geil. Okay. Ja gut, die habe ich jetzt nicht mehr gebraucht, ne? Gut, dann lad den hier raus und dann haben wir es geschafft, glaube ich, oder? Schlachtkreuzer! Wo habe ich denn jetzt die Schlachtkreuzer her? Schlachtkreuzer? Oh mein Gott. Ja, das war's. Sehr geil. Okay, Leute, dann haben wir das Ding auch geräumt. Wieder eine verschwommene Cutscene, ne? Genau so, Leute. Guck mal, der Zentral hat gebrannt und wir sind mit dem BMT rausgefahren. So, Bonusgalerie freischalten, Kosygin. Musik. Okay. Kosygin extrahieren. Wir sehen hier schön das Alliiertenzeichen, ne? Bei dem Geld. Finde ich geil. Gut, Leute. 2862 Punkte. Wir haben mehr, natürlich mehr zerstört. 7000 Kohle am Ende. Passt. Cool. Leute, dann schauen wir doch einmal. Oh, die Russen haben nur noch hier Berlin. Oder wenn das noch Berlin ist. Berlin ist eher hier. Aber ja. Und wir machen einen Hauptangriff auf Russland. Allerdings, Leute, bevor wir das machen, würde ich sagen, gucken wir uns nochmal die Bonusgalerie an. Was haben wir denn hier? Musik. Promo-Foto für den Original-Soundcheck von Alarmstufe Rot. Ach, wie geil. Ach, wie geil, Leute. Musik zum Lernen und Konzentrieren. Okay. Ja, gut. Wenn die das sagen, dann ist das wohl so. Alles klar. Dann würde ich mal sagen, Missionauswahl. Machen wir mal weiter hier. Ja, Mission 9 war es. Ein Verdacht. Alles klar. Würde ich sagen, gehen wir das mal in Angriff hier. So. Es kommt nämlich eine Cutscene, Leute. Wie viele Atombomben besitzt Stalin jetzt? Mindestens 4 Sprengköpfe von je 2 Kilotonnen werden hergestellt. Aber es gibt vieles, das auch ich nicht weiß. Vieles, das man uns nicht sagt. Stalins Rede fängt jetzt an. Diese Frau, Stalins Geliebte, korrekt?
Ich kenne eine Handvoll Bezeichnungen, die besser passen. Njet. Boshe moi. Und Pomajni, es ist verrückt. Wie kann er das nur tun? Was ist los, Kosygin? Wovon reden Sie? Stalin, er sagt es allen. Er droht mit der Vernichtung der ganzen Erde. Er will wirklich wieder Menschen im Krieg töten. Ist das möglich? Auf einer Woche noch nicht, aber jetzt, wer weiß. Der klang nicht wie eine ganz gemeitschig, wie sagt man, eine Bluff. Im Moment geht im Kreml eine große Säuberungsaktion vor sich. Ihre Alliierten sind zu stark geworden. In seiner Wut tötet Stalin seine eigenen Leute. Noch mehr Tote. Noch mehr Schande. Sie können bestätigen, dass die sowjetischen Raketen in dieser Einrichtung hergestellt werden? Diese Anlage ist die Hauptfabrik. Wir nennen sie Demonia Avazadniki, der dunkle Reiter. Commander, Sie müssen sie zerstören. Alles völlig verbrannte Erde. Richten Sie einen neuen Stützpunkt in dieser G-Zone ein. Dann kümmern Sie sich um das Befehlszentrum. Schleusen Sie zunächst einen Spion ein und schalten Sie die Abschussvorrichtungen aus. Sobald die Raketen ungefährlich sind, zerstören Sie die Anlage. Und zwar völlig. Verbrannte Erde. Ganz genau, Leute. Wir müssen es zerstören. Diese Cutscene, die ist einfach so geil, wirklich. Und vor allem, Leute, habt ihr mal auf die Rede von Stalin da geachtet? Der hat auf Deutsch geredet. Und der Kosygin meint da irgendwas von Russisch. Ja, keine Ahnung. Also das war so ein kleiner Logikfehler da. Aber ja, Leute, großes Kraftwerk. Und ja, wir müssen jetzt hier die vier Atomkraftwerke von Stalin platt machen, ne? Beziehungsweise, nein, nicht Atomkraftwerke, sondern Atom-Silos. Genau, die Energie werde ich mal da hinpacken. Ja, Stalin baut eine Atombombe. Ja, heieiei. Ja, dann macht er kaputt. So, der erkundet fast nichts. Der kann in die russische Basis laufen. Genau, Leute, da ist er schon. Da ist er schon hier. Alles klar, in der Mission hier müssen wir nämlich aufpassen, weil wir dürfen hier nicht zu weit nach vorne gehen, weil sonst kriegen wir Stress und das will ich noch nicht, Leute. Ich will noch keinen Stress haben hier. So, du sammelst bitte Edelsteine. Alles klar. Gut, die Energie kommt hier unten hin. Wir können hier zum ersten Mal tatsächlich auch die Hubschrauber bauen, glaube ich. Ja, wenn wir gleich hier die Waffenfabrik gebaut haben, sollten wir tatsächlich die Hubschrauber kriegen. Und ja, der sammelt jetzt natürlich... Oh, scheiße. Hör mal auf, sammel mal hier oben. Oder hier unten. Komm, sammel mal hier unten. Bevor der da wieder sagt, hier, wir brauchen Silos. Das ist irgendwie so nervig, wirklich. Gut, alles klar. Dann, bauen wir noch zwei Sammler am besten. Und, ja, obwohl... Zwei Sammler. Komm, ich brauche hier viel Kohle. Ja. Weil wir müssen uns hier verteidigen. Genau so sieht's aus, Leute. Und ich würde sagen... Ja, wenn wir das hier alles hier fertig haben, dann brauche ich die Hubschrauber hier vorne hin. Genau, und der kann man hier auch hier sammeln. Das ist gar keine schlechte Idee. So, Leute. Nein, egal. Okay. Alles gut. Gut. Dann kriegen wir jetzt Geldprobleme. Das heißt, der kann mal wieder die Edelsteine sammeln. Gut, Großkraftwerk. Noch eins. Dann haben wir drei Sammler jetzt im Einsatz. Das ist doch schon mal mega nice. So, Radarzentrale. Ja, jetzt sagt er nämlich schon, wir brauchen Silos. Gut, dann bauen wir mal Artillerien. Ja, genau. Ein paar Artillerien noch dazu. Genau, Leute, dann... Würde ich sagen, machen wir die ganzen Tech-Gebäude hier unten. Ne? Wir können nämlich das Tech-Zentren bauen. 200 Energie. Meine Fresse. Oh, wir müssen Flachs bauen. Alles klar. Gut, alles klar. Wir müssen also Flachs bauen. Gut, dann baue ich erstmal eine. So, Leute. Was für eine Konstruktion. Na gut, Leute, dann bauen wir eine Flak hier hin. Und Technologiezentrum, Leute. Das Technologiezentrum der Alliierten ist nämlich
Ja, richtig geil. Weil wir können damit die ganze Karte erkunden. So, weg damit. Weg mit dem Scheiß. So, Leute, die vier Artillerien. Sehr, sehr gut. Wir haben nämlich Artillerien jetzt hier. Die werde ich auch nutzen. Definitiv. Also Artillerie werde ich hier auf und auch nutzen. Was ist das denn? Superwaffen. Wir haben noch keine. Da seht ihr das, Leute. Superwaffe GPS-Satellit. Zeigt die gesamte Karte an. Ziemlich geil. Können wir alles sehen, was der Russe macht. Und das ist doch mal mega hilfreich. Muss ich ganz ehrlich mal so sagen. Und ja, wir haben jetzt so ein paar Geldprobleme. Ich weiß nicht, was die Sammler hier machen. Aber ihr könnt ja hier unten sammeln. Was macht ihr denn? Mensch. Gut. Leute, dann würde ich mal sagen, haben wir... Wir haben alles, ne? Wir können Hubschrauber bauen. Heliports. Leute. Würde ich sagen, das machen wir doch mal direkt. 1500. Es gab in einem Kommentar gab es so eine... Ja, was soll ich sagen? So eine Vermutung, dass die Preise hier teurer sind. Dem kann ich nicht zustimmen. Der Heliport kostet nach wie vor 1500, genauso wie in der Originalfassung auch. Also, da gibt es keine Abweichung. Gut, Leute, Hubschrauber können mal hier hin. So, wie wir sehen hier, Kampfhubschrauber. Leute, die Raketenhubschrauber der Alliierten, die sind richtig gut. Gegen Gebäude, gegen Panzer vor allem. Und nur gegen Manneken nicht so gut, deshalb. Ja. Aber ist egal. Ah, wir haben hier tatsächlich noch Edelsteine, Leute. So, wir haben hier noch Edelsteine, dann sammelt die mal bitte. Ah, seht ihr diesen LKW, Leute? Dieser LKW hat Geld. Und den mache ich auch gleich platt, diesen LKW. Allerdings jetzt noch nicht. Ja. Oh, shit. Shit. Okay, dann bau Kampffanzer und hier. Schneller. Ja, ist okay. Unser Stützpunkt wird angegriffen. So, dann... Ah, verdammt. Wir brauchen Silos. Egal, dann... Ah, seht ihr das? Die Rakete. Sehr, sehr schön. Alles klar. Ja, zack. Schaut mal hier. Wir sehen die ganze Karte und wir sehen... Der hat hier einen Haufen Scheiße, der Russe. Wirklich. Was ist denn hier noch? Warum hat das Ding zwei Balken? Ihr seht, der hat einen Haufen Scheiße. Wirklich. Und genau, hier oben hat er noch so eine kleine optionale Basis. Oh, so, Flachs. Ich brauche unbedingt Flachs hier. Oh, da kommt er mit Manneken. Batz. Da keine Chance, wirklich. Da kriegt er noch Verstärkungstruppen, das ist aber scheißegal. Dann baue ich mal ein paar Flachs noch hier. Oh. Okay, weg damit. Sehr gut. Ja, die können gar nichts. Guckt euch das an. Die Artillerien, die machen die Arbeit. Wie viel in der... Wir brauchen Silos. Was zur Hölle? Komm, lass die mal hier rein. So, los. Wir brauchen 40 Energie. Wir brauchen noch ein Großkraftwerk, Leute. Alles klar, dann Kampfpanzer, Artillerie, Leute. Und natürlich noch 4 Silos am Ende, klar. Konstruktion abgeschlossen. Gut. Dann würde ich sagen, baue ich die Silos nochmal gleich mal für ihn. Aber halt erstmal nochmal ein paar Flachs, weil die Flugzeuge geben mir echt dezent auf den Sack. Muss ich ganz ehrlich sagen. So, Leute. Ich sehe, wir haben nur noch 2 Minuten. Glaube ich zumindest. Also ich weiß nicht, wie lange die Aufnahme jetzt schon ist. Und schon habe ich keine Kohle mehr. Ja, das ist... Ja gut, dann macht ihr kaputt. So, zack. Die Angriffe kann man einfach so abwehren. Zack. So, Leute. Die Flugzeuge gehen mir echt auf den Sack. So, alles klar, keine Chance mehr. So, Leute. Sammler, bitte Edelsteine. Alles klar, dann würde ich sagen, baue ich hier Türmchen hin. Türmchen und Bunker. Und die können einfach alle mal reparieren fahren. Und ja, danach werde ich noch ein paar Silos bauen. Türmchen, Bunker. Und dann werde ich sagen, jo, haben wir das schon.
Der Typ nervt langsam mit seinen Silos, deshalb baue ich erstmal die Silos. So, dann bauen wir hier die vier Silos. Wird gebaut. Zack, zack. Konstruktion abgeschlossen. Und dann hier unten noch weiter. Weitere Silos. Einheit repariert. Und zack, alles klar. Dann würde ich sagen, Bunker. Konstruktion. Hier am besten noch einen hin, hier oben. Hier sind die Hubschrauber, Leute. Team 4, sagen wir einfach mal. Und, ja, dann hier noch ein... Aha, da ist der Truck nämlich wieder, Leute. Den Truck, den mache ich beim nächsten Mal kaputt. Und ja, dann würde ich sagen, haben wir hier schon die Verteidigung stehen quasi. Wir haben uns quasi unsere Basis schon aufgebaut. Abgeschlossen. Würde ich sagen, baue ich jetzt noch den letzten Turm, wenn das passt von der Innen... Nein, das passt nicht, okay. Da ist auch schon meine Uhr, wie ihr hört, ne? Aber ich weiß halt nicht, ne, ob die Uhr stimmt. Abgeschlossen. Ja, das ist... Ach, da macht ein kleines, komm. Ich baue die Basis noch fertig. Aha. Na, versucht das mit Mix. Hahaha, vergiss es. Lieber Russe, vergiss es. Gut, Leute. Eine Sache gibt es hier noch zu sagen zu der Mission. Und zwar, wenn wir hier in die Nähe gehen, aktiviert sich ein Timer und der schießt seine Raketen ab. Das hat in dem Fall, in dem Sinne eine Krux, weil der Timer ist für die nächste Mission. Die nächste Mission ist eine Inside-Mission. Deshalb müssen wir da ein bisschen aufpassen, wenn wir hier reingehen. Gut, Leute, dann würde ich sagen, speichere ich das Ding. Mission 10. Und wenn euch die Folge gefallen hat, würde ich sagen, lasst mir doch mal gerne mal ein Like oder Abo da. Würde mich sehr freuen. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns das nächste Mal. Bei Command & Conquer Alarmstufe Rot 1. Und ja, dann würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder einen schönen Tag. Ne? Tschüss.